die Diskussion, wie sie heute läuft, dass sozusagen die Arbeit immer weniger wichtig werden soll und das Leben des Einzelnen immer mehr in den Vordergrund kommen soll, das wird sich nicht ausgehen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir immer weniger arbeiten und trotzdem unseren sehr hohen Lebensstandard halten wollen. Wenn wir weniger arbeiten wollen, was auch gut ist, Work-Life-Balance, keine Frage, aber es muss, glaube ich, nachher schon klar sein, dass man vielleicht von dem Niveau, das ich jetzt, das vielleicht die Vorgängergeneration von mich aufgebaut hat, dass ich vielleicht von dem Abstriche machen muss. Wir brauchen tatsächlich die Balance. Wir brauchen eben immer die, die viel arbeiten, damit auch die, die Probleme haben, auch dann die notwendige Unterstützung bekommen, damit ihnen geholfen wird. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Arbeit an sich sich lohnt, dass es eine Motivation ist. Wenn ich arbeite, gut verdiene, wenn ich Überstunden mache, dann habe ich die Möglichkeit, mein Leben so zu gestalten, wie ich es will. Selbstwertgefühl oder Wertschätzung sind die Begriffe, die ja auch in der Arbeit entstehen dadurch. Und Arbeit ist ja auch eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Nicht nur inhaltlich in seinen Fähigkeiten zu entwickeln, sondern sich auch als Mensch weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig ist die Arbeit ein Zankapfel der Gesellschaft geworden. Fleiß ist ein Wort, das schon gar nicht mehr modern ist. Man hört es ganz, ganz selten. Eine Begabung, ein Talent ist das eine. Aber der Fleiß ist es, der uns dann in die Situation bringt, tatsächlich Stärke zu entwickeln. Und Österreich kann da viel herzeigen. Immer begründet, weil es Menschen gibt, die fleißig sind und bereit sind, über sich und über das Normale hinauszugehen. Ich würde das beschreiben mit, wenn ich meine Arbeit gern mache, dann freue ich mich auch, wenn ich am nächsten Tag wieder in die Arbeit komme, wieder meine ganzen Leistung, wieder die Arbeit macht, die mir auch Spaß macht. Wir waren, was weiß ich, was, 86 oder was. Und ich mit meinen 66, also da kommt noch was, da geht noch was. Wir jungen Alten, wir sind schon eine gute Generation. Und da finde ich, dass wir die Möglichkeit haben, dazu zu verdienen. Da ist ein Potenzial da bei uns. Das Haus ist schon ein großer Meilenstein quasi von mir. Ich bin immer in einem Haus aufgewachsen und das möchte ich auch gerne meinen Kindern so weitergeben, dass die einfach in einem Garten Platz haben zum Spielen quasi. Wenn du heute arbeiten gehst und bereit bist, auch mehr zu arbeiten, dann sind noch immer die Abzüge auf deinen Lohnzettel zu groß. Und wir arbeiten daran, Stellschrauben zu bedienen, damit diese Abzüge kleiner werden. Das heißt eben auch, dass wir alle wissen, dass wir durch unsere Arbeit einen Beitrag leisten, damit dieses Land so gut und schön bleibt, wie es ist und noch besser werden kann.